Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einem weiteren Part der Fernbus-Simulator hier auf ÖPNV-Simulation mit eurem Fahrer, dem Bio. Ja, ich weiß, normalerweise wären wir in der letzten Folge gestorben, aber wir spulen mal die Zeit zurück und fangen nochmal von vorne an, würde ich sagen. Wir fahren heute mit dem Scania und das Ganze geht jetzt heute von Groningen nach Amsterdam und dementsprechend, wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren, damit die Folge eventuell nicht wieder so lang wird wie die letzte Folge, die war schon ein bisschen sehr lang. Wollen wir mal gucken, dass wir das hier heute mal ein bisschen kürzer hinbekommen. Das ist ja, also wie gesagt, ein kleiner Bus, die gibt es natürlich auch wieder in verschiedensten Varianten, aber da haben wir in der nächsten Folge haben wir da deutlich mehr Zeit, um uns das Ganze hier so ein bisschen genauer hier alles anzuschauen. Also dementsprechend, lasst uns hier einsteigen. Türen auf. So schaut es von innen aus. Ist sehr, sehr gemütlich eigentlich. Und dann, setzen wir uns mal hier rein. Und starten hier schon mal zumindest. Die Tür hier schon mal schließen. Guck mal, das ist zum Beispiel auch. Warum mal? Das wurde beim anderen gar nicht angezeigt, ne? Bei dem Scania da. Scania sage ich schon. Welche Kollegen sind wir gefahren? Cetra. So, wir sind auf der Linie 1, nach Amsterdam geht's, wie gesagt, heute. Und ja. So, wir müssen aber rückwärts wieder mal, ohne Sipo. Darf ja alles nicht wahr sein. Wo geht's denn jetzt hier raus? Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Wir fahren jetzt mal ein Stück rückwärts, bremsen mal. Und dann drehen wir mal die Karre. Schön hier im Schnee. Da geht's dann aus. Wundervoll. So. Na denn. Auf geht's. Fahrgäste abholen. Hallo, hallo. Nimm mir einfach die Vorfahrt, genau. Das ist großartig. So großartig. Genau, stell dich vor mir. Also. Könnte man diesen Monitor da oben auch anmachen? Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Taste war. Das ist meine Scheibe. Und wir könnten mal da oben diese Fahrgastinformationen da auch noch anmachen. So, siehst du, kann ich auch das Ganze mal hier schon mal soweit anmachen. Damit die sich natürlich nicht beschweren, dass sie hier kein WLAN hier an Bord haben. Heute mal sonniges Wetter hier. In unserem kleinen Scania hier, Schnuckelhäschen. Und dann geht's noch rüber nach Amsterdam. Irgendwie so in dem Dreh 250 Kilometer sind wir heute unterwegs. Ja, diese Schilder sind echt riesig, ja. Ach Mann. So, werte Fahrgäste. Achso, war gerade schon. Keine einer da, der mitfahren möchte. Das wäre natürlich ein bisschen traurig geworden. Aber sind ja reichlich da. So, dann gehen wir mal den Ding rausnehmen und weiter aus. Und dann haben wir hier Lupe auf. Dann. Flixbus-App öffnen, abbrechen. Ah, warte mal, ich habe vergessen, die Fahrt starten. Letztes Mal übrigens zu machen, ne? Hallo, fahren Sie so, in meine Richtung. Ciao. Amsterdam. Wir können das Ganze auch hier einfach mit Express-Check machen. Ne? Da kannst du das Ganze dann so per App machen. Und wenn ihr hier zum Beispiel liest, eine Ab und An, stimmt das Ganze schon. Ich würde gerne ein Ticket kaufen.
Du musst die korrekte Stadt. Salü, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Ja, kontrollieren. Auf geht's. Ja, bitteschön. Fahren Sie in meine Richtung. Ciao. Grüezi, hier ist mein Ticket. Dankeschön. Grüezi. Ciao. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Auf geht's. Moin. Das Ciao. Tag. Sehr freundlich. Hello. Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Die haben mir echt das falsche Ticket gebucht. So. Moin. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Auf geht's. Auf geht's. Na dann, Check-in. Zip. Sieht alles ganz gut aus. Verkauf. Nö, brauchen wir nicht. Ups, ich habe schon die Tür zugemacht gehabt. Naja. So, alle da, alle drin. Dann können wir jetzt hier die Zeit vorspulen. Das habe ich nämlich letztes Mal vergessen gehabt. Deswegen waren wir so extrem früh da. Ihr seht, 2,5 Stunden sollen wir von Groningen in Amsterdam da sein. Na denn. So, alles angeschnallt. Na denn, geht's auf und davon. Die Türe zu. Motor an. Und dann geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus die Hinweise wieder. Ja, das müssen wir natürlich abspielen, sonst sind es Punkte, die uns verloren gehen. In den Sitztaschen vor euch. Weiß es halt nicht, wenn du die jetzt, man die jetzt überspringen kann, einfach. Und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Hey. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Ich finde das so geil. Schaut doch mal bei unsere Facebook-Page rein. Ob das so ein Highlight ist, ja. Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Sonst ein bisschen reindringen hier. We're striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use Schminkt it sich da jemand auf der Toilette? Ideas and requests. Nope, nicht, dass ich wüsste. Die Toilettenfrage haben wir nicht drin. We can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Normalerweise müsste die Toilettenfrage drin sein. Denn der Bus hat schon wieder andere Kontrolleinstellungen als die andere. So, Rotterdam, Amsterdam. Wir müssen hier rum. Und hier hoch. Auffahrt hier. Ja, aber diesmal ein bisschen spektakulärer als so eine normale Standardauffahrt einfach. Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Oh, geht es jetzt die ganze Fahrt jetzt? Ist
Ist kaputt, die Toilette. Kein Bock, die Toilette sauber zu machen. Das ist hier kein Tiefkühler. Oh, jetzt geht's ja los. Jetzt sind sie ja nur am Rumzetern hier. Das sind meine liebsten Fahrgäste. Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Früher konntest du auch mal mit der Maus hier interagieren hier. Das funktioniert hier scheinbar auch nicht mehr in der jetzigen Fassung. Das Problem ist, ich müsste jetzt mal rechts ranfahren irgendwo. Rastplatz. Ich das Ganze mal überprüfen kann, warum jetzt die Taste nicht funktioniert. Es hätte auch einfach mal eine entspannte Folge werden können hier. Schön im Sonnenuntergang. Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Blendet so doll, dass du eigentlich rein gar nichts siehst hier. Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Ja, ich krieg's nicht an, die Toilette nicht auf. Ich will das jetzt natürlich jetzt auch nicht während der Fahrt hinzu machen müssen. Das ist zum Beispiel dieses, was halt eine Simulation mit Blödsinn ist, ja. Ich schätze darauf zu konzentrieren, normalerweise kennst du ja deinen Bus. Ja? Du weißt auch in der Regel, wo die Tasten sind. Da muss es irgendwie sein. Bist du dann schon mit rübergekommen? Weil ich kann halt. Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Oh, Mutti. Klo. Funktioniert leider nicht. Uns aber auch schon wieder langsamer geworden. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Ja, müssen wir das nächste Mal drauf achten. Denn. Ich muss mal gucken, wie man hier irgendwie mit der Maus agiert. Wenn ihr irgendwelche Tipps oder sowas habt für mich, ja, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare posten. Was zum Beispiel ist, eine relativ coole Antwort, die mir die mal zukommen lassen könntet, mit der Maus irgendwie, dass man doch sowas irgendwie auch mit der Maus steuern konnte, dann wäre ich euch da sehr, sehr dankbar für. Für Leute natürlich, die hier zum Beispiel den Flixbus-Simulator inhalieren. Ich komme in die Toilette nicht rein. Ja, ich auch nicht. Wir jetzt gleich in die Optionen gehen und gucken. Wo die Toilette ist. So, schauen wir mal.
Gehen wir mal in die Option Steuerungsgarnituring. Lichtschalter hoch. WC-Freigabe ist I. Okay. Aha. So, warte mal. Und jetzt wollte ich mal ganz kurz was anderes gucken. Fahrerfenster. Fahrermonitor. Okay. Aber das war jetzt hier mal vorne. Ja, das war es. Navibus. So, also. I. So, man konnte aber irgendwie da oben, das konnte man auch noch irgendwie einschalten. Noch mal ganz kurz gucken. Ach, V und B, ja? Der sagt mir das doch. Ich habe immer gedacht, das wäre R gewesen oder irgendwie sowas. Fahrgastlicht, Fahrermonitor, Fahrgastmonitor. Der hat gar keine Taste. Ah, okay. Taste mehrfach belegt. So, machen wir, hä? Nein. Okay. Jetzt müsste das gehen, ne? Ah ja, guck da oben. Genau, das meinte ich. So, dann können wir wieder abfahren. Können Sie mal heizen? Wir sind nicht in der Arktis. So, da sind sie jetzt alle glücklich. Das Witzige ist, die Toilette lag hier irgendwo drauf, ja, auf dem Lenkrad. Das ist jetzt der Hammer. Dazu haben die aber sich jetzt beschwert wegen der Toilette. Schon schön. Eine riesen Anlage hier, wa? Das ist ja schon nice. Hier so Urlaub machen, das wäre natürlich online, oder? So, dann geht gerade runter. Nö, nochmal was, das brauchen wir nicht. Ist das da ein Leuchtturm oder sowas? Vielleicht an der Autobahn? Nö. Keine Ahnung. Aus wie so ein Grenzposten oder irgendwie sowas.
muss. Die Brücke ist gesperrt. Ah, okay. Kommen leider nicht näher ran. Jetzt dreht sie sich. Schon nett. Schon nett. Jetzt wird so dunkel. Baustelle. Das haben wir ja wirklich alles mit hier heute. Schon ordentlich kalt hier draußen, war auch. Wenn hier draußen der Schnee liegt und alles was, hast du ja überhaupt keine Wärme hier. Bist du schon echt zufrieden, dass ich hier in dem Bus wahrscheinlich sitzt? Ja, das sieht ja so schon extrem frostig aus. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Eiskalt! Wir wollen doch nur an unser Zielort. Es veranstaltet doch jetzt hier kein Drama hier noch. Na, einen Schluck Kaffee nehmen. Ja, Leute, dann haben wir es ja auch schon wieder fast hier hinter uns. Abstand halten, ja. Wie weit soll ich denn noch Abstand halten? Mit den Kollegen vor mir.
frostig. Da baut sich langsam über Amsterdam auf. Das sieht komisch aus. Autobahn ist jetzt zu Ende, alles klar. Puh. Den geht's dort jetzt weiter. Schauen wir mal, Leute. Aber wirklich, naja, ein bisschen kürzer Witze, aber nicht wirklich viel. Ich dachte, dass das echt näher irgendwie beieinander liegt jetzt gerade irgendwie. Gut, da mussten wir jetzt auch noch kurz warten. Ja. Aber zumindest, toi, 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 sind wir unfallfrei angekommen. Was jetzt noch passiert. Ja, Fußgänger sind keine mehr hier. Na, was machst du? WhatsAppen? WhatsAppen? So, und damit sind wir jetzt auch in Amsterdam angekommen. Leider bei Nacht oder bei Abend. Das ist natürlich nicht so geil. Aber ich kann es mir leider nicht aussuchen, Leute. Wir sind schon da. So. Vielleicht sehen wir denn. Ist das nicht meine Taschenlampe? Ich hänge hier auch irgendwo fest. So. Ja, blöd. Mitten am Abend hier angekommen in Amsterdam. Also so sieht es ja schon schick aus. Aber ich denke mal. Nächstes Mal gucken wir uns das dann tagsüber an, wenn es dann wieder hier weitergeht. Von Amsterdam in Richtung nächsten Zielort hier in Amsterdam.
Und dementsprechend bedanke ich mich natürlich, dass du wieder dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like da oder schreib es auch gerne in die Kommentare. Ja, würde ich mich natürlich auch mega drüber freuen. Und sonst verabschiede ich mich jetzt hier. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit dem Fernbus-Simulator. Tschüss!